Hallo und herzlich willkommen zurück. Du Atlas hier auf den Kanälen der Neon Green Monkeys und des Flokis. Mit dem Floki, der komisch rumzappelt. Und Hallo. dem Weide, der aus dem Fenster den Elefanten zuguckt. Ja, Level 3, dann könnte man, na, ich weiß nicht, besser nicht, ne? Ja. Auch unseren ersten Fleisch haben wir Elefanten. eigentlich genug und Leder. Ja, ich wollte mal kurz hier was essen. Ach, du willst mal was essen? Nee, es passiert. Oh. Nee, es passiert. Oh, ist nicht gut, dass man Kacke isst, ist nicht so gut. Ach, was? Aber es geht nicht so viel runter, nur 35. Ah Für ja. so ein kleines Kackebällchen. Da musst du ja Ja. mal dir Nachschub reinhauen. Dann müsste ich mir Nachschub rein oder mal einen großen Haufen einverleiben. Aber wir wollten es auch nur mal testen und gucken, was passiert, weil man weiß ja, wie schnell das geht, dass man mal die falsche Taste drückt. Ja, das stimmt. So, Shipyard. Richtig, ja. Haben wir uns zusammengeklöppelt. Der Salesman ist dran und Der craftet mal so einen Smallen. ja, mal gucken, wie viele Punkte das gibt. Kriege ich auch Punkte ab? Eigentlich schon, ne? Bisschen Punkte gibt es dann wieder, ja. Und er wiegt 40, das geht ja, ne? Ich habe jetzt aber nichts aufblitzen sehen, oder? Ich Habe ich weiß in die nicht, falsche Stelle geguckt? wann es Punkte gibt überhaupt. Und manchmal blitzt auch nicht alles auf, also. Wollen wir mal gucken, wo wir das Ding hinbrezeln, oder? Ja, würde ich sagen, Ja. ne? Jetzt macht die Tür zu. Ja, jo. So, hier so irgendwo bietet sich das ja schon fast an. Oh ja, schon, das ist gar nicht so weit. Ja. Musst du tief genug auch im Wasser bist, ne? Oh, ich müsste mal gucken, ab wann es hier tiefer wird. Oh. Oh, hier vorne, ne? Wo du jetzt bist. Oh, da ist ein Kroko links. Aufpassen. Okay. Aber so tief ist es hier noch nicht. Ich weiß nicht, wie tief es sein muss. Oh ne, ich nehme es erstmal in der Hand. Oh, also setzen könnte ich es hier schon mal. Aber es ist ja schon relativ tief. Aber was heißt, ne? Soll ich noch ein bisschen weiter raus, oder? Nicht, dass Was? es. Es wird hier nicht tiefer. Ja, doch Also. kurz dahinter dann. Wie weit sind wir jetzt weg? Ganz schön weit. Sind wir schon ein Stückchen, ja. Probier doch mal, ob es hier geht. Wenn nicht, die 800 Holz haben wir schnell wieder zusammen. Ja, das stimmt, ne? Also hier, wo ich jetzt Sind nur der bin, kleine. von mir weg. Ja, genau. Hier unten wird es ja, hier wird es ja tiefer. Ja, probier mal. Ist, glaube ich, egal, wie rum, hoffe ich. Das ist Schwamp. Wupp, taucht da von mir erstmal so eine Mauer auf. Wollte gerade nach einem Fisch gucken, aber was könnt ihr wohl vergessen? Auch könnte ich es aufheben. Aber Die so sieht ganz ist. gut aus, muss ich sagen. Also schätze ich mal. Ja. Ah ja. Kannst du da bestimmt was drin machen, ne? Craftable Sloop. Loop, ja, das ist Schaluppe, ne? Das ist so ein kleines Schiff, genau. Nein, nicht ganz klein, nicht so klein wie ein Dinghy, aber. Erste sollte es reichen. Okay, kostet nur 140 Kleines Holz, Schiff. 220 Thatch, 12 Metall. Haben wir, glaube ich, sogar. Das 120 haben wir Fiber, alles. das. Ja. Haben wir sogar alles hinten liegen. Mal Wenn ran wir damit. eine größere Dings bauen, eine Shipyard, wäre es sogar sinnvoll, hier oben nochmal eine Smithy draufzubauen, wenn das geht. Oder in der Nähe hinzubauen. Jetzt fürs Erste sollte es ja so Ja, reichen, das dass das. stimmt, das stimmt. Nur dann ab nach hinten. Achso, Fische. Lass mal einen Fisch mitbringen. Ja, das ist wohl wahr. Voilà. Kann man hier reintauchen? Na, hier kann man sogar durchtauchen. Zappelt wieder ein Kroko rum. Oh, das ist nicht so schön. Auch. Oh, man ploppt immer so schnell wieder an die Oberfläche, ne? Das ist ja schon fast störend. Da sehe ich einen Fisch. Oh, hier ist auch ein Fisch. Aber mal nichts ausgerüstet. Kann ich mit der Sichel wegsicheln? Ich habe einen. Ich habe mir eine Seabrasse geholt. Oh ja, geht. Der Sichel. Ich den auch wegsicheln zum Abbauen. Oh, Koko. Koko, 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 Koko. Gut, dann nehme ich den Fisch erstmal mit hier. Ja. Koko ist hinter dir. Aua! Oh, Drecksvieh. Könnt ihr nicht einmal die armen Krokodile in Ruhe lassen? Ja, wenn die mich mal in Ruhe lassen würden, könnten wir das vereinbaren, aber. Jedes Mal dasselbe. Boah, hab ich Super, jetzt nichts. bin ich vom Felsen gesprungen und dabei lasse ich einen Fisch fallen. Naja. Ja, ich auch. Frage ist, ach, da oben ist er. Ah, das ist ja. Dann baue ich ihn halt doch ab. Oh, 14 habe ich, das ist ja schon mal was.
Kommt mir jetzt mal so vor, da sagt der Papagei mal Hallo. Habe ich dem schon beigebracht? Ach, allen Papageien. Hilfe. Oh, jetzt macht mir das Kuchen ja auch noch platt. Da weiß ich aber nicht, ob ich noch ankomme. Ich bringe erstmal ein bisschen Sicherheit und dann komme ich. Habe ich den Fisch hier auf die Shipyard fallen lassen oben drauf? Da ist er weggespawnt. Wahrscheinlich da drunter. Oder was? Ach, ist das ätzend. Was macht ihr denn da schon wieder? Ich weiß nicht. Ein Drama mit den Fischen hier. Ja. Glaubt man ja gar nicht. Trotzdem sind schon mal auf dem Grill. Ja, dann packe ich meine gleich noch zu. So, wer ist denn jetzt hier? Ein Krokodil ist an unserem Shipyard dran. Sind wir drin im Shipyard? Nee, bin zu Hause. Beide? Nee, ich bin bei der Shipyard in der Nähe. So, Fisch. Frischer Fisch kommt auf den Tisch. Hau mal weg hier, zwei Stück. Hau ich mir gleich mal rein. Vergammelt. So. Was habt ihr schon Ressourcen mitgenommen? Nö. Ich wollte nur erstmal helfen vielleicht, deswegen habe ich nichts mitgenommen. Hm, natürlich. Entschuldigung, dass ich helfen möchte. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Achso, hast du den. Kannst du den Mörser schon bauen? Mal so eine Frage zwischendurch. Keine Ahnung. Er müsste auf jeden Fall in deinen Construction Tools irgendwo sein. Bei Gelegenheit kannst du ja mal einen Blick riskieren. Also in der Hosentasche auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, vielleicht musst du das noch lernen, wahrscheinlich. Das meine ich. Ach so. Und Fisch, was hole ich mir einen rohen Fisch in die Hosentasche? Reparaturhammer, das wäre wahrscheinlich auch. Verkehrt. Nicht verkehrt, ja. So, 12 Metall, aber alles andere bin ich auch schon wieder zu schwer. Kann du was mitnehmen? Ich bin hinter dir. Kannst du das Holz mitnehmen? 266 oder was ich da jetzt gerade reingeschmissen habe? Ich glaube 240 Manns. Hast du in die Bench geschmissen, ja? Ja. Ich nehme mal 250 mit. Ja. Noch was oder war es das? Ich hoffe, das war's. Na, warte, der schwimmt hier seine Bahn. Mhm. Auch noch ein Fisch geangelt. Ja, jetzt habe ich mal einen erwischt. Muss ja nichts mit Pfeilen spicken, bevor er mal drei genommen hat. Drei Schüsse auch gezählt hat. Dann nehme ich den Speer fürs Fischen. Aber ich habe schon die Angelroute gebaut. Demnächst, wenn wir mal Set kriegen, dann wird auch mal geangelt. Ganz gemütlich. Ja, 140 Holz waren das sogar nur. Fast mal aufpassen. Kannst du hier ranschmeißen. Wenn nicht die Hälfte weg ist, wenn man das jetzt baut. Ich würde mal auch nur das drin lassen. Aua! Oha. Du bist hier im Drecksviecher. Könnten wir vor allen Dingen springen, die erst mal bis da oben hin? Also die sind echt mal ein Schlag nervig. Ja, jetzt zischt sie da ab, das blöde Vieh. Will ich gerade Pfeile ausgerüstet und wollte dir welche geben, ey. Du hast da reingeworfen? Ja. Holz ist drin, ja. Kann ich bauen hier die Geschichte. Dann bauen wir eine Schale. Du hast das Gerüst, das du jetzt gebaut. Ja, ja, klar. Müssen wir die einzelnen Planken noch bauen. Genau, da kann ich aber auch nur sehen, reinschmeißen. Bauen müsstest du dann quasi. Jetzt kommt wieder das Kroko, Vorsicht. Ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Oh, ich schlamm der Schaukel drauf. Moment. Kann es denn so gut zubeißen von da unten? So gut beißt es auch sonst nicht zu. Nicht, dass es hier vor allem unser Gerüst mal. Achso, die werft, ja. Nimmt die Schaden? Ja, nimmt sie. Echt?
liegt das hier rum? Alter. Haut's wieder ab, blöde Drecksvieh. Kommt's wieder. Was? Ja. Oh doch. Oder so noch. So noch ausschalten, sonst geht's uns die ganze Zeit auf den Nerven hier. Ja. Ja, sicher. Jetzt macht's da hinten einen Freischub immer, oder? Aber weniger Fisch essen, ey. Er hat eine Überdosis Vitamin D. Ja. Ey, ich hab genau in die Schnauze geschossen. Mann, lästiges Biest. Das ja. Um einen reinjagen, dass ich ihn auch wieder raussammeln kann. Wenn du schon mal abgezogen hast, kann man nicht mehr abbrechen, oder? Hab's auch noch nicht raus. Wenn du Waffe wechselst, dann geht das. Ach so, ja klar. Ja, stimmt. Ich hab gar nicht dran gedacht. Aber ganz cool hier mit diesen Planken und dass du hinlaufen kannst, das sieht schon ganz gut aus. Das sieht doch aus, als könnte man größere Schiffe drin bauen eigentlich. Ich muss auch wieder was. Keine Ahnung, mal gucken. Hast du schon was gebaut hier irgendwas jetzt? Nee, ich muss ja jetzt in der Smithy bauen. Achso, die Sachen brauchst du in der Smithy, okay. Ja. Weißt du, was du alles brauchst? Hast du es dir gemerkt? Für Planken? Das habe ich ja, die Baupläne sind ja hier drin. In der Smithy. Ah, okay. Chip Construction war das so? Ja, erstmal brauche ich ein Deck anscheinend. Da ist schon mal alles für da. Oder brauche ich das für ein kleines? Ja, Smallwood Chip Deck, ja. Brauche ich mal eins. Okay. Und dann noch ein paar Planken. Oh, da kann man richtig viele bauen. Ja, wir haben ja fleißig gesammelt hier, muss ich mal sagen. Da sollte ich vielleicht erstmal gucken, dass ich nur mal 2, 3 brauche. Obwohl 13? Ja, keine Ahnung, ich baue erstmal 2, 3. Können wir mal gucken, wie es passt. Planken, das Teil. Oh, das wiegt 80. Ui. Was mitnehme ich? Oh, ich habe bald kein Vitamin A mehr. Ein paar Eier? Bitte eins im Inventar. Ich habe 3 im Inventar, aber die Eier sollten wir uns vielleicht aufheben, ne? Die halten 3 Tage oder so. Ja. Aber wenn du erstmal nichts anderes hast? Die halten 8 Tage halten die. Ich pack mal eins in den Schrank. Ich hab eins von den Hühnern abgesammelt. Ja, eins muss man halt irgendwie nach Dings graben, ne? Nach Kartoffeln graben. Ja. Die Schaufel dann nochmal sprechen lassen. So, ja. Mal hier, was hier so geht. Guck mal, ich sammle mal ein bisschen was. Was bräuchten wir so als erstes? Holz, Patch, alles, ich weiß. Stein wahrscheinlich am wenigsten, ne? Gerade. Stein gar nicht so. Mach ich mal in Fasern. Mich hier das Kroko nicht nervt. Warte, ich will mir das angucken, wenn du da baust. Ich bin, glaube ich, eh schon kurz vor der Belastungsgrenze. Ich bin echt langsam gerade. Oder es liegt daran, dass ich einen Bogen in der Hand habe. Im Wasser. Dann wirst du wieder rausgestürzt und die Tür aufmachen. Das war ich vermutlich, weil ich hier gerade eh bevor stehe und sammle. Also viele Spieler sieht man hier nicht, ne? Wie in dem Homeport da, da war es ein bisschen... Das stimmt, weil aufdringlich. Hier will ja auch keiner hin. Ja. Das ist auch warum? Krokohausen. Krokohausen. Wir suchen uns mal, wenn wir hier auf Reisen gehen. Vielleicht finden wir noch mal das Paradies. Und ja, da nebenan auf eine größere Insel wäre ja schon mal was, ne? Ja, auf jeden Fall eine mit Wasser. So, da ist er. Zeig mal, was du kannst, Mr. Baumeister. Ich zeig mal, was ich kann. So, erstmal. Kann ich nur so setzen. Okay, dann rein damit. Aber ja. Schnell gemacht doch. Ja, am Hammer bin ich. Nummer 1. X. So, jetzt eine Planke. Ach ja, okay, das ist ja. Oh, okay, das geht ja. Ja. Also brauchen wir. War das jetzt 3 weit? Ja, ich glaube, es war 3 breit, ne? Einmal, 3x4, 5.
6, 7, 8, 9, 10 Stück. Haben wir sogar schon alles. Oh, guck mal. Also Segel fehlt uns dann wahrscheinlich noch, ne? Ja, da weiß ich aber noch nicht. Da muss ich jetzt mal gucken, wie das überhaupt geht. Ob ich da noch was lernen muss oder was? Ja, dafür bräuchtest du vielleicht auch den Loom. Das Loom oder was auch immer. So, Loom ist das nicht so? Webstuhl oder so? Ja. Da muss ich mir das, muss ich mir nochmal angucken. Ja gut, wird ja langsam hier. Jo. Dann knalle ich jetzt nochmal 10 Stück da und let's. Ja, schon auf die Schiff-Options drauf zugreifen, das finde ich gut. Ach ja. Boko kommt zu unserer Base. Ja, guckt schon hier rein, aber macht sonst nichts weiter. Füttere gerade mal die Hühner. Oh. Stimmt. Ah gut, Bären ist ja kein Problem. Ist ja gönnerhaft von dir. So, small, blank. Zehn habe ich gesagt. Das Tragen helfen sollen? Steuerrad, brauchen wir das? Nein. Wenn wir lenken wollen? Ja, ansonsten nein. Vielleicht lenken wir auch nur mit den Segels. Boah, das Schiff, Segels mit Z hinten, ne? Ja. aber, ich glaube, wir brauchen bestimmt bei den Schiffen Steuerrad schon. Na gut, dann mach ich mal eins. War nicht teuer, hast du gesagt, ne? Kostet ja keiner. Nee, war nicht teuer. So, was haben wir jetzt hier noch? Upsala. Electric Misc. Oh ne. Basic of Building und Weaving, hast du das schon gemacht? Dann kann man nämlich den Loom. Give Skills Loom. Bei Construction Mercantilism. Mercantilism. Da habe ich Chemicals, Tanning und Weaving habe ich gelernt, ja. Dann kannst du ja den Dings bauen bei Weaving Mechanicals. gibt Loom. Richtig. Mechanicals ist der Mortar, der Mörser. Aber du musst ja erstmal den Webstuhl bauen an sich erstmal, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich möchte den werden wir ja gar nicht reinkriegen. Könnte wahrscheinlich auch ein bisschen knapp nur werden, ne? Hier ist er. 20 Metall. Haben wir bestimmt noch. 20 Steine, 65 Keratin. Haben wir auch. Haben wir lang. Haben wir alles da. Doch kein Problem. Haben wir hier auch was davon drin? Nee. Metall ist drin. Ah ja, Metall ist drin. 20 habe ich, glaube ich, gesagt. So. Bertin kommt. Ach, war schon drin, sehe ich gerade. Bin ich wieder raus. Ja. Was fährt jetzt noch? Oder hast du schon gebaut? Nee, ich, oh, scheiße. Muss ich erstmal das Ding hier wieder finden. Wooden Table? Nee. Ah, hier ist er. 20 Steine. Wenn man hier nicht von einem Inventar ins nächste wechseln kann, waren hier nicht Steine drin? Ja, doch, sind drin. 200 Stück. So, dann brauche ich mal so eine Schüssel. Brauchen wir so eine Schüssel? Gucken, ob wir die reinbauen können oder ob wir die woanders hinbauen müssen. Ein bisschen. Kann ich nicht, ne? Nee, wenn ich auf dem Dach komme, so hoch. Ja, ich kann sie auch vor die Tür bauen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nur auf dem Dach bauen, ja. Mach mal, warte. Kommst du auf dem Dach hoch? Nee, ne? Hoch komme ich jetzt wohl nicht. Kann ja wohl sagen, wie du hochkommst. Da bin ich mal Auge und Ohr. Dann geh mal bitte hier an die Smithy. Und spring hoch, oder was? Nein, da ist ein Climbing Pick drin, ne? Oh, nicht doch. Und dann kannst du hochclimben bestimmt. Ich hoffe, das geht. Das ist ja ein Traum hier. Climbing Pick einer? Ja, einer reicht doch bestimmt.
Nee. Weißt du's? Ich will in jeder Hand so ein Pick. So, warte mal, 4? Ach, da habe ich aber 2 gleich. Siehste, teilt sich auch. Ah ja, nur man kann leider an Wänden nicht hochklettern damit. Dann brauchen wir doch eine Treppe. Ach doch, jetzt geht's. Genau. Ist auch, ist auch gar nicht kompliziert dann, ne? Wenn ich hier oben jetzt den Webstuhl drauf baue. Naja, du musst dann noch. Treppe oder so können wir uns vielleicht mal erlauben. Ja, die nächste Treppe. Hauptsache, wir kommen erstmal hoch und wir können das Ding bauen. Sehr gerne. Dann setze ich den jetzt aufs Dach, ja? Auf eure. Ja, wenn wir alles rausnehmen, kann daran ja keiner was mitmachen. Ja, hast du wohl recht. Hübsch. Schick. Von hier unten. Ja. Da kann ich tatsächlich bauen. Ah ja, ich kann ins Inventar kann ich aber gucken. Wenn du neben hoch springst und dann drückst, dann geht das. Doch super. Oh, eine Leiter. Fiber und Thatch. Und Hide, Wood und Fiber für ein Segel. Okay, aber ich hau jetzt erstmal hier nochmal die Planken dran. Ein Schiffchen. Ja, wenn ich dir helfen kann, ne? Tragen oder so. Ach, er ist schon weg. Ja. Ich schätze mal, wir müssen die Mitte ausfüllen mit. Keine Ahnung. Planken? Nee. Hier hat es ja gebaut, ne? Aber es ist ja nicht so hoch. Vielleicht reicht das auch. Mal gucken, bau mal fertig. Mal gucken, was passiert. Ja, genau, eben. Komm mal mit. Oh, mir ist kalt. Und dir ist schon wieder Koko. Ja, dunkel gleich. Es ist mir fast egal, welche Tiere uns später mal angreifen. Solange es keine Krokos sind? Solange es keine Krokos sind. Ah, ja, die sind wenigstens noch relativ behäbig, ja, meistens. Ne? Wenn es so Tiger oder so sind, die sind wahrscheinlich ein bisschen fixer auf dem Bein. So. Der Knaller. Genau gereicht. Gezielt. Stimmt, hier unten, ne? Könnte vielleicht noch was reinkommen im Boden. Sonst wird es schwierig, hier irgendwas hinzustellen. Jo. Da muss auch noch irgendwas hin. Und wenn es stinknormale Ceilings oder so sind. Wie geht das jetzt hier weiter? Du kannst jetzt schon releasen, das Schiff. Nee, danke. Gluck, gluck, gluck. Na gut, schwimmt tut's vielleicht ein bisschen, aber so ganz ohne Segel. Ah, nicht Steuerrad, hier musst du noch was hin. Oder musst du noch ein Deck bauen, dass in der Mitte noch ein Deck kommt? Weißt du, dass du das erste rundherum Deck setzen musst und dann in die Mitte das andere reinkommt? Nee, ich kann nur das Deck bauen. Auf Small, ich. Warte mal, wie viele Ceilings wären das hier? 6? Ich das mal aus. Mach das. Aber sonst, wo willst du sonst das Steuerrad hinbauen, weißt du? Ah ja, oder, eben. Oder geht noch irgendwas hochzubauen? Ich habe mir auch so ein Schiff von einem anderen Mann hier angeguckt, wie das drauf aussieht. Meine ich habe gesehen, dass hier ist irgendwie Ceiling, wenn das eine ganz normale ist. Ein paar Schiffe stehen hier schon rum. Kann man ja mal drauf stibitzen. So, Guck mal, ich nehme Ecke ist ja gleich eins bei uns links. Ich gehe mal hin. Ich glaube, es müsste auch so eins sein, weil die meisten sind ja solche kleinen Schiffe, die gebaut worden sind. Weil die haben auch, glaube ich, 2 Segel oder so. Guck mir so ein Schiff mal an. In der Zwischenzeit, während du da weiter arbeitest. Eine stinknormale baue ich erstmal, um es auszutesten. Dann würde ich auch glatt nochmal gucken. Ja, gesehen habe ich hier nichts. Das hier ist schon größere Schiff. Oh, Koko. Ah, verprügeln sie dich?
Nein, ich laufe dran vorbei. Achso. Das, was hier vor Anker liegt, ist dann schon, ich glaube nicht, dass das so ein kleines Schiff ist, aber kann man trotzdem gucken, wie sie das innen drin geregelt haben. Ja. Weil das, das Shipyard hat sogar ein Tor vorne vor. Haben sie mal ein Tor vorgesetzt? Okay. Ne, Deck ist nur das eine und sonst kann ich nur Planken bauen. Ja, das ist immer. Da haben die eine Crew drauf. Ne. Müsste ich ja fast noch mal gucken, ob ich noch ein Segel irgendwie hier hinstricken könnte oben. Noch ein Small. Weil die haben hier hinten dann drauf so eine Erhöhung hinten drauf gebaut und all so ein Kram. Ob du dann einfach mit ja, also normale Strukturen wahrscheinlich. Normale Strukturen drauf baust eben. Halberheit. Ach, halt. Shit. Mist. Brauchen wir noch mal ein bisschen Halt. Der wohl klar kriegen lassen hier, der olle Kahn. Denke ich doch auch mal. Was? Jetzt habe ich kein Wut. Verdammt nochmal. Ah, ist das ein Geschleppe hier. Also ich könnte jetzt sogar bei denen hier, die großen Tore gebaut haben. Ja. Könnte ich jetzt auch mal rein. Das sieht mir aus wie hier so eine Schaluppe, was hier vorne steht. Wir haben da zwei Segel drauf. Zwei? Zwei. Also ein, oder beziehungsweise ein Segel und ein Mast. Da ist aber auch ein Segel dran. Small. Und dann ist da auf jeden Fall ein Boden drin, das sieht mir so nach einem Boden aus von hier. Small Handling Sail, ich baue mal eins. Hinten ein Schiff drauf, ja, das könnte so ein Ding sein, aber. Das jetzt, genau funktioniert, müssen wir nochmal gucken. Ja. A Portable Roleplayer, hätte ich vielleicht über die bauen sollen, das ist egal. So. Jetzt nur ein Segel. Ich glaube, wir bräuchten noch ein bisschen. Oder war noch Holz im Schrank? Ich glaube, dann haben wir es aufgebraucht mittlerweile. Ich gucke gerade. Bin am Schrank. Da ist K120 Holz sind hier noch drin. Okay, immerhin. Oh, dann. Ach, hier ist auch noch was. Hol ich mal was. Mal sagen, ich baue noch mal ein paar Ceilings. Wird schon wieder düster? Ja, wird schon wieder düster. Das wird auch Zeit für ein. Ja, ich wollte noch schnell versuchen, die Ceiling reinzuschmettern. Ja, jetzt noch mal schnell machen. Ich muss was trinken gehen. Ja, ich auch bald. Aber zu lange schon hier. Ja, Durst habe ich auch, aber. Schiff hat Vorrang. Genau. Mal gucken, vielleicht können wir auch genau in die Mitte, dass da die Woodfloors oder so reinpassen. Weil das sieht mir nach der Breite her fast so aus. Okay. Also, könnte jetzt sein. Ja, Ceiling kann ich reinbauen. Okay, wie sieht das dann aus? So wie es, glaube ich, soll. Okay. Ich auch nochmal schon an. Kann ich jetzt während einen Degel hinsetzen? Ah ja, tatsächlich. Mensch, cool. Das sieht sehr klein aus. Quiet.
Sale Units 1.0. Current Ship Sale Units 0.0 von 2.0. Du sprichst in Rätseln. Ja. Ah ja, das sieht gut aus. So soll das auch aussehen, ja. Dann hau ich jetzt mal hier das Segel ganz nach vorne, oder wie geht das Segeln überhaupt an sich? Ich hau das mal hier hin. Mitten ins Nichts, ist zwar auch blöd. Mal ganz vorne würde ich es nicht machen, ich würde es zum Mittig-Flight ersetzen, ne? Ja, zum Beispiel so. So, euren Ding hier, wollen wir hier lossegeln? Kannst du schon was Besseres bauen? Kann nicht richtig sein. Ja. Vielleicht jetzt kannst du noch aufsammeln? Oder ist es zu spät? Nee, kann ich nicht mehr. Ja, vielleicht ein bisschen da nach vorne, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Hätte noch ein zweites hier hingeknallt vielleicht oder so. Mal gucken. Teurer war das jetzt nicht. Zwei Ceilings brauchen wir eh noch und dann machen wir das Ganze mal beim nächsten Mal fertig, ja? So sieht's aus. Zwei Ceilings und dann das Steuer. Und vielleicht sollten wir hier noch irgendwie eine Erhöhung bauen, dass wir da oben das Steuerrad draufsetzen. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ein bisschen höher sind sie, weil sonst siehst du ja nichts hier geradeaus. Jo. Wollte nochmal einen Angriff nehmen. Alles klar. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Mhm. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr euch das Bauen des Flokis gefallen hat. Wer nicht, ganz genau. ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Bis sie. Tschüss. Macht's gut, schmeckt gut.